Aliste ist eine kleine Gemeinde der Provinz Lecce, in einem Tal zwischen zwei angrenzenden Hügeln, das Ost- und das sogenannte Küstenhügel, liegend. Das westliche Stadtgebiet hat geringfügige Anhöhen, deren höchster Punkt, Madonna dell'Alto, also der Anhöhe, wegen einer alten Kapelle genannt wird, die im ersten Jahrhundert von den Basilius München gebaut wurde. Der Name Aliste leitet sich aus dem Wort Ali, auf Deutsch Flügel, ab, die sich dem Erzengel Michael beziehen. Laut einer alten Legende im 9. Jahrhundert rettete der Erzengel eine Gruppe Flüchtlinge, die von der nahen Ortschaft von Feline wegen der Belagerung der Sarazenen wegliefen. Die Überlebenden gründeten die Ortschaft Aliste und widmeten ihren Namen ihrem Beschützer. Laut einer anderen Auslegung bedeutet der Name Aliste, dass man in örtlicher Mundart Kadiste ausspricht, wunderschön und bezieht sich auf die besonderen Umwelteigenschaften des Gebietes. Einst war die alte Ortsmitte von mächtigen Mauern umgeben. Es gab auch viele Häuser, die Selbstverteidigungssysteme hatten. Von diesen Gebäuden bleibt heute das Turmhaus übrig, das hinter der Kirche des heiligen Quentins liegt. Dieses besondere Haus überwachte vermutlich den Zugang zum Gebiet, das heißt zum wehrhaften Ortsmitte von Aliste. Der St. Quentin-Platz ist heute das Herzstück von Aliste. Der Platz liegt der wunderschönen gleichnamigen Kirche gegenüber. Er entspricht völlig den Bedürfnissen der neuesten Stadtplanung und stellt einen der wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkte von Aliste dar. Gegenüber der Pfarrkirche gibt es einen breiten pflasterten Platz, der von kleinen Bäumen und Bänken umgegeben ist. Man kann hier in aller Ruhe auch mit Kindern spazieren und sich entspannen. Die St. Quentin-Kirche lag früher außerhalb der Stadtmauern, auf dem offenen Land. Sie wurde dorthin gebaut, damit die Kranken, die ins früher nahegelegenen St. Quentin Krankenhauses aufgenommen wurden, leicht ein Gotteshaus erreichen konnten. Erst im Jahr 1875 wurde sie die Pfarrkirche von Aliste. Die zweite Ordnung der Kirche ist sehr fein verziert. Hier befindet sich, inmitten gemischter Dekorationselemente, in der Mitte des prunkvollen Giebels, eine Nische mit dem Gemälde des Schutzpatrons Quentin. Dank der Parks der Olivenbäume können Familien und Kinder eine angenehme Zeit verbringen. Er befindet sich weit weg von allem Lärm der Stadt an der frischen Luft. Der Park huldigt dem wichtigsten Symbol des Salentos, dem Olivenbaum. Zusammen mit dem Weinstock war der Olivenbaum eine der bekanntesten Pflanzen in Apulien seit dem 7. Jahrhundert vor Christus. Es gibt noch heute noch so viele Olivenbäume, auch dank der Basiliusmönche, die über die Jahrhunderte weite Gebiete des Salentos an sich nahmen und anfingen, vor allem Olivenbäume anzubauen.
Die Geschichte von Aliste ist fest mit ihrem Ortsteil Feline verbunden. Feline ist ein kleiner, graziöser Ort des Salentos, der noch heute die uralte Faszination ihrer bäuerlichen Vergangenheit beweist. Feline hat vermutlich griechische Ursprünge. Davon zeugt im kleinen Ort viel. Die Etymologie seines Namens könnte aus dem Griechisch Feline stammen, das heißt Röhricht, Seeort. Es gibt hier zahlreiche Moorgebiete, dank deren es in der Zeit der Messapier ganz einfach war, bemerkenswerten Ton zu beschaffen. Gerade deshalb wird der Name Feline auch mit dem griechischen Namen Philine übersetzt, das heißt Ort der Keramikproduktion. Das Dorf entwickelt sich um die Altstadt, wo die Ruhe zu herrschen scheint. Entlang den kleinen und engen Sträßchen der Altstadt entstehen alte Häuser, deren Struktur sehr schlicht ist. Es mangelt nicht an bemerkenswerten, weiß angestrichenen Häusern, die sich durch Renaissance-Balkonen und Fenster auszeichnen. Ein der suggestivsten Plätze von Feline ist der Platz der Gefallenen, der das architektonische Zusammenspiel aus der Ortsmitte vertritt. Rund um den Platz stehen alte ein- oder zweistöckige Häuser. Manche haben Satteldächer und andere haben das typische salentinische Flachdach. Das Gemeinsame an allen diesen Häusern, die den Platz der Gefallenen umgeben, sind die kleinen Fenster, die direkt gegen den Platz gerichtet sind. Manche Häuser haben kleine Balkone im ersten Stock. Sie sind schlicht und haben steinernen Geländer, von denen die meisten im Urzustand gelassen worden sind. Alle die Häuser gehören zu einem einzigen stilistischen und architektonischen Plan, der stark mit den bäuerlichen Traditionen des Salentos verbunden ist. Die Festung von Feline befand sich auf der östlichen Seite der alten Stadtmauern. Er wurde auf Geheiß der Familie Bonsecolo im 12. Jahrhundert gebaut und wurde danach der Schutzvorposten der angrenzenden Stadt Ugento. Der Palazzo stellt eine der interessantesten Festungen des Salentos dar. Sie hat ein viereckiges Fundament an den Ecken von vier Türmen verschiedener Arten abgestützt. Zwei Türme des Gebäudes sind quadratisch und die anderen zwei an den hinteren Ecken liegenden Türme sind kreisförmig. Die quadratischen Türme gehen auf das 16. Jahrhundert zurück und sind vom architektonischen Gesichtspunkt auch sehr interessant, denn sie haben noch einige Eigenschaften der alten militaristischen Festungen. Die Vorderansicht des Baronalpalazzos ist mit einem langen und durchgehenden Balkon mit Geländer aus Kalkgranitgestein verziert. Das Eingangsportal des Palazzos, früher mit dem Adelsfamilienwappen, ist von einem Rundbogen mit Bossenwerk charakterisiert, der ihn imposant und prächtig erscheinen lässt.
Der Balkon des ersten Stockes des Gebäudes war die architektonische Grundlage, aufgrund deren die Festung von Feline ein echter Adelspalazzo wurde. Das gesamte Gebäude hatte einen herrschaftlichen Aussehen, trotz seiner militaristischen Funktion. Wenn man in den Vororten von Aliste spaziert, ist es möglich, zwei Menhire zu entdecken. Sie sind noch heute trotz der Zeichen der Zeit sehr gut erhalten. Der erste ist der Menhir Terenzano, der im Gebiet der gleichnamigen Masserie liegt. Der Menhir befindet sich von einem Trockenmauerwerk umschlossen. Genauso wurde er in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wiedergefunden und katalogisiert. Ein anderer sehr interessanter Menhir ist der Menhir Nymphaeo. Er hat eine rechteckige Grundfläche. Die längste Seite befindet sich Richtung Norden. Das bestätigt die Theorie, laut derer einst die Megalithen als Kultstätten oder auch als Standkompass genutzt wurden. Die Besonderheit dieses Megaliths ist die Eingravierung der Nummer 30 auf der westlichen Fassade. Die Bedeutung davon ist noch heute unverständlich. Vermutlich hat jemand sie aus praktischen Gründen eingraviert. Der Menhir wurde so genannt, weil es in der Nähe die Grotte namens Nymphaeo gibt. Die Grotte liegt inmitten der Natur und ist seit der Zeit der Messapier allen Nymphen gewidmet, die mit dem Schutz des Süßwassers auf der Erde betraut sind. Der Nymphaeo von Feline befindet sich wenige Meter von Absenkungen des Bodens entfernt, woraus noch heute zu Regenzeiten Quellwasser fließt. Ein anderes Zeugnis der salentinischen Megalithkultur sind die Steingräber, das heißt kleine Hügel aus gesammelten Steinen, die auf größeren Anhöhen von Städten gebaut wurden. Viele Forscher behaupten, dass die Steingräber zu Ehren einer hochstehenden Siedlungspersönlichkeit gebaut worden seien. Deshalb wurden viele Steingräber des Salentos zerstört, um vermeintliche versteckte Schätze zu entdecken. Was an Grabbeigaben gefunden wurde, wurde im Mundart Acchiatura genannt, das heißt die Entdeckung. Aliste und Feline sind auch dank der wunderschönen felsigen Küste bekannt, wo die zwei schönen Küstenorte Capilungo und Posto Rosso liegen. Posto Rosso, das heißt Roter Platz, stellt eine Perle der salentinischen ionischen Küste dar und wurde vermutlich für die typische rote Verfärbung einiger Punkte der Klippen so genannt. Hier befindet sich der Ort, wo die Bürger von Aliste einander treffen können. Er ist unter dem Namen Piazzetta Pilella bekannt. Es ist ein breiter, pflasterter, halbmondförmiger Platz in unmittelbarer Nähe der Felsenküste. Von Piazzetta Pilella beginnt ein schöner, ca. 2 Kilometer langer Fußweg, wo man am Meer wandern oder Sport treiben kann. Dieser Weg verbindet Posto Rosso mit dem anderen Küstenort von Aliste, Capilungo. Capilungo, auch ein Küstenort, ist heute ein beliebtes Reiseziel dank der Ruhe des Ortes und der Klarheit seines Meeres. Die Küste ist morphologisch sehr gezackt und flach. Viele Zugänge ermöglichen trotz der Felsen das Baden.
Hier lässt es sich herrlich im wunderschönen, felsigen, kristallklaren Wasser schnorcheln. Capilungo ist großzügig mit Mittelmeerpflanzen, die hier spontan wachsen. Dies alles erlaubt den Touristen des Küstenorts von Aliste ein wunderschönes Panorama zu genießen und die jodhaltige Meeresluft zu riechen, während man mit der Natur verbunden ist.